Offiziell präsentiert von der EVA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weapon Care. Moin und Wattmanns Heil von der EVA 2023. Und jetzt ist es mir eine ganz besondere Ehre, denn ich habe im Interview die Gewinner des Messer Awards in der Kategorie Innovation. Und ich würde einfach mal sagen, stell dich bitte selber vor, stell deine Firma vor, wo seid ihr her, was macht ihr? Und dann schauen wir uns nochmal gleich ganz im Detail an, was euer Messer so besonders gemacht hat, dass die Jury gesagt hat, das ist der Gewinner für den Messer Award 2023. Also, hallo, wir sind die Firma La Gueule en Aubrac aus Frankreich. Ich heiße Jana. Und wir sind aus dem Süden von Frankreich. Unsere Firma liegt zwischen Montpellier und Toulouse. Für die, die es kennen, also im Massif Central. Und es ist eine sehr schöne Gegend, sehr grün. Und da liegt sitzt unsere kleine Firma. Also wir sind tatsächlich auch nur 30 Mann circa in unserer Werkstatt, wo wir die Messer halt dann auch zusammenbauen. Ja. Das Besondere ist halt, dass die Messer in traditioneller Herstellungsweise noch hergestellt werden. Mhm. Sprich, also es ist alles Handwerk. Wir haben ausgewählte Materialien, was die Griffschalen angeht, also vom Holz bis auch hochwertiges Mammut-Elfenbein, Mammutkruste. Und das wissen die Kunden halt eben auch zu schätzen. Ja. Unser Hauptstandbein sind also die traditionellen La Gueule Taschenmesser. Mhm. Aber wir verkaufen halt auch mittlerweile sehr viel Tischkultur, also Stickmesser, die wir hier auch ein bisschen ausstellen. Ja. Natürlich auf der Jagdmesse ist unser Hauptaugenmerk auf die Taschenmesser gerichtet. Und unsere Kunden mögen im Prinzip das Traditionelle, die Wärme, das Holz und halt eben die Handarbeit, die man auch bei jedem Produkt sieht und was halt dann auch gerne mal sich ins Wohnzimmer oder in die Hosentasche gesteckt wird. Ne? Das ist es. Und tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang so meiner Jagdkarriere, da habe ich gesagt, ich brauche einfach nur ein Messer. Im Laufe meiner Karriere als Jäger habe ich dann immer mehr so gemerkt, die kleinen, feinen Details und die Anmut, die auch in einem schönen Messer stecken kann, sei es jetzt für den jagdlichen Gebrauch, sei es für den Alltagsgebrauch, aber einfach diese Anmut, diese tolle Arbeit, die ihr da reinsteckt, das ist einfach dann das, was einem das Herz erfreut, wenn man das Messer benutzt. Genau. Und da finde ich, habt ihr wirklich wunderbar schöne Produkte geschaffen, die wirklich das Herz erfreuen. So kann ich das, glaube ich, am besten ausdrücken. Das Messer, mit dem ihr jetzt am Award teilgenommen habt, was hat das, sage ich mal, an besonderen Eigenschaften und warum habt ihr teilgenommen? Weil du hast mir auch schon mal erzählt, ihr wart schon mal dabei. Es gab früher ja den Messer Award. Genau. Ihr wart schon mal dabei, wenn du da noch ein bisschen drauf eingehen magst, das würde mich sehr freuen. Also die Firma gibt es ja mittlerweile schon seit 92 und wir sind schon sehr lange auf der EVA. Wir hatten dann auch 2003, als es den EVA Award damals schon gab, hatten wir ein Messer auch im Ausscheid, was dann auch gewonnen hat. Das ist jetzt also genau 20 Jahre her. Mhm. War da damals auch ein typisches La Gueule Messer, sprich hatte halt die typische Form. Ja. Dieses, was jetzt in der Kategorie Innovation gewonnen hat, ist eine völlig andere Form. Mhm. Weil unsere Kunden mögen ja gern die Fliege, die typische Form, aber wir haben uns halt mal ein bisschen rausgetraut und haben was anderes gemacht. Die Fliege ist trotzdem noch drauf, das heißt ja B-Back, also die Fliege am Ende quasi des Messers. Und die Innovation ist halt eben, dass die Klinge im Prinzip, man kann die hier sozusagen verstecken im Griff. Und der große Vorteil ist halt, man macht es hinten auf. Und die Klinge kommt sofort rausgesprungen. Also man muss jetzt hier nicht irgendwie mit einem Nagel... Genau, und man hat auch nicht, ich sage jetzt mal, diese hässliche Kerbe, die man manchmal sieht. Es kommt sofort raus. Also die Frauen sind ja auch gerne mal dabei und kriegen es mit ihren Nägeln gar nicht richtig raus. Ne? Ja. Es gibt ja auch Frauen, die Messer haben. Auf jeden Fall. Und da ist das im Prinzip, mit diesem Mechanismus hat man dieses Problem schon nicht mehr. Und das war auch das, was die Jury überzeugt hat, ihm den Preis zu geben, weil dieser Mechanismus dann in Augen der Jury sehr innovativ war. Ach, das ist großartig. Das, ganz ehrlich, habe ich so in dieser Form noch gar nicht gesehen bei einem anderen Messer. Und ich glaube, dann ist mir auch sofort klar, warum ihr die Jury so überzeugen konntet mit diesem, ich sage jetzt mal, gewissen Knopf-Off-Know-how, mit diesem gewissen etwas gepaart in dieser traditionellen Messerfertigung doch nochmal so ein, ich will nicht sagen modernen Aspekt, aber mechanisch interessanten, filigranen Aspekt mit reinzubringen. Und
das muss ich dazu sagen, ich rede immer von filigran, weil ich wirklich diese Arbeiten und die ganze Verarbeitung so toll finde und die kleinen Details, aber das Messer selber hat einen so guten Griff. Guten Griff und auch dann wieder so robuste Eigenschaften, wo ich einfach tatsächlich fast ein bisschen sprachlos bin, weil es einfach ein wunderbar schönes Produkt ist. Und wenn dann noch so viel Innovation drin steckt. Das ist halt die Gratwanderung bei solchen Sachen, dass man halt eben einerseits die technische Umsetzung muss gegeben sein. Ja. Es muss dem Kunden noch gefallen. Wir versuchen natürlich dann auch die Tradition trotzdem wieder mit reinzubringen, sprich halt über die Materialien. Das Siegermesser ist ja aus Meerschaum vorne, also Bicolor vorne Meerschaum und der hintere Teil in Perlmutt. Ja. Perlmutt wissen viele, die mit Messern die Messer bauen, dass Perlmutt auch sehr leicht bricht. Mhm. Ist halt auch wieder so eine Gratwanderung, dass man das im Prinzip natürlich irgendwie bauen muss, sodass es hält und passt und hin und her. Diese ganzen Verzierungen werden unter Mikroskop tatsächlich graviert. Wahnsinn. Also tatsächlich auch eine Arbeit wie so ein Goldschmied. Ja. Und da sind natürlich auch viele Stunden Arbeit dann drin und die Preise sind eben dann natürlich auch relativ hoch für so ein Messer. Aber die Leute haben Spaß dran und so Gott sei Dank haben wir ein Klientel, die gern dafür auch Geld ausgibt. Ja. Magst du einmal kurz noch erzählen, wenn Leute jetzt tatsächlich erst durch den Award auf dich aufmerksam oder auf euch aufmerksam geworden sind, wie erreicht man euch, wie platziert man eine Bestellung bei euch, wenn man sagt, ich habe jetzt da so eine Vorstellung, ihr macht ja wirklich alles individuell in Handarbeit, sprich ich kann einfach sagen, mir gefällt das Messer, aber ich möchte zum Beispiel eine gewisse Verzierung oder ein gewisses Material bei den Griffschalen haben. Wie erreicht man euch? Also wir verkaufen selber nur an Wiederverkäufer, aber mittlerweile in ganz Europa, auch in Fernost und in Amerika. Man kann dann halt schauen, ich glaube, wenn man heutzutage auf Google Lajol und Obrak eingibt, kommen schon die meisten Wiederverkäufer, die guten Internethändler eben auch zum Teil sofort zum Vorschein. Dann muss man halt mal gucken in seiner Stadt. Oft sind es halt auch, es gibt ja leider Gottes nicht mehr so viele gute Messerhändler. Aber ich würde jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, die guten Messerhändler haben eigentlich Lajol und Obrak so weit im Programm. Da wir tatsächlich auch als Außendienster noch rumreisen mit unseren Musterkoffern und die Kunden auch besuchen. Ah, ja. Ansonsten für die Endverbraucher sollten alle wissen, wir sind zu jeder Schandtat bereit. Also wir machen auch gerne, wenn Kunden eine bestimmte Vorstellung haben, nehmen wir uns auch manchmal gerne Projekten so an und machen dann halt auch Spezialanfertigungen. Sind wir auch immer neugierig. Manche Sachen dauern natürlich ein bisschen länger, weil wir die normale Produktion natürlich fortführen müssen. Aber das macht uns trotz allem Spaß, weil das immer auch ein Challenge für unsere Leute in der Werkstatt ist. Ja. Und da kann man sich dann ruhig halt an seinen Wiederverkäufer des Vertrauens wenden oder uns auch gern selber kontaktieren zur Not. Und wir leiten die Leute dann halt weiter an die Wiederverkäufer. Das geht natürlich auch. Super, das klingt ganz großartig. Ich glaube, ich muss mir tatsächlich selber mal ein paar Gedanken machen, weil ich habe noch sozusagen aus meinen Jagderfolgen noch so ein paar schöne Gehörnstücke oder ähnliches, wo ich dann auch immer mit gedacht habe, irgendwie würde ich das tatsächlich, ich habe sie tatsächlich unter dem Aspekt auch aufgehoben, dass ich gesagt habe, irgendwann muss ich daraus mir mal was Schönes machen lassen, sei es Schmuck, aber tatsächlich bin ich dann doch eher praktisch veranlagt und ich glaube, es könnte tatsächlich dann in einer Messergriffschale enden. So was machen wir auch gerne, also Leute, die noch irgendwo ein Material haben, mit dem sie eine Verbindung haben, ein Andenken, machen wir gerne auch. Ja. Wunderbar. Jana, ich danke dir ganz herzlich für den Einblick. War ja im Grunde schon eine kleine Reise hinter die Kulissen in eure Fertigung, in alles, was ihr so tut. Nochmal herzlichen Glückwunsch danke. Zu dem Award. Ich finde, den habt ihr euch wirklich verdient. Dankeschön.